kraulen, kratzen, bürsten. Wenn Anna Butz den Hof in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb betritt, dann sammelt sich gleich die ganze Herde um sie. Denn jeder hier weiß schon, was kommt. Bis zu 6 Stunden am Tag verbringt Anna Butz mit ihren Kühen. Die Kuscheleinheiten für ihre Kühe gehören wie selbstverständlich dazu. Glücklich sollen sie sein, ihre Tiere. Seit 15 Jahren lebt sie vegan und züchtet dennoch Tiere, die zum Schlachter gebracht werden. Was ist denn das für ein gequirlter Dünnschiss? Moin, meine Hübschen! Herzlich willkommen zurück im Internet, auch bekannt als das Wunderland. Denn in diesem Reich ist absolut nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint. Tja, oben ist unten, links ist rechts, vorne ist hinten. Man muss hier schon ganz genau hingucken, um nicht komplett durcheinander zu kommen. Ich für meinen Teil war nämlich ganz schön verwirrt, als ich das erste Mal von dieser Dame im Deutschlandfunk gelesen habe. Gut, dass Veganer nun mal ständig dabei sind, mit ausgefallenen Geschäftsideen immer wieder neue Alternativen für die aktuelle Tierausbeutung zu schaffen, ist per se jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Dass aber jemand, der auf die Idee kommt, Rindern die Köpfe abzuschneiden, um die Menschen davon abzuhalten, Rindern die Köpfe abzuschneiden, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Vermutlich bin ich da jetzt wieder viel zu extremistisch und dieser hochqualitative Medienbeitrag wird uns sofort eines Besseren belehren. Und seine Halterin Anna Butz, die sich in ihn und seine Spezies verliebt, sozusagen verkuht hat. Ah, versteht ihr? Verkuht. Versteht ihr? Wegen Kühen. Lustig. €17,50 zahle ich für diese Scheiße im Monat. Meine Herren, das wird bestimmt ein vor objektiven Fakten nur so strotzender Beitrag. Wenn sich die Redaktion bereits zu Beginn dermaßen überschlägt, um das Thema richtig ins Licht zu rücken, keinesfalls wird man uns hier irgendeine billige Friede, Freude, Eierkuchen, Bauernhof-Idylle Propaganda verkaufen wollen. Nee. Diesmal werden wir endlich erfahren, wie die einzig wahre und ethische Tötung von leidensfähigen Individuen funktioniert. Ihr wisst schon, diese eine humane Praktik, von der alle immer reden, die aber keiner irgendwie detailliert bezeichnen, benennen oder auch nur ansatzweise zeigen kann. Diesmal wird alles anders. Viel ehrlicher, viel transparenter und ich bin mir absolut sicher, die Anna würde uns niemals anlügen. Dafür liebt sie ihre Rinder einfach zu sehr. Einfach so ihre Art, ne? So dieses, du siehst es ja hier, dieses nette Anfragen, ob sie gekuschelt werden. Die sind einfach nette Geschöpfe. Wirklich einfach freundliche, neugierige, alberne Geschöpfe. Ich mag sie einfach. Och ja, es sind einfach so nette Geschöpfe, so lieb und freundlich und so zutraulich. Und jetzt lass uns ihnen einen Bolzen in den Kopf schießen, in die Kehlen durchschneiden, sie in Stücke hacken und dann ihre Körperteile zu verkaufen. Mir persönlich wird jetzt auch keine andere Art und Weise einfallen, um mit Geschöpfen meine Zuneigung auszudrücken. Sind halt so die Klassiker, die man macht. Hat übrigens Knigge auch so aufgeschrieben. Natürlich haben Veganer recht, wenn sie sagen, das, was du da machst, entspricht nicht der Ethik eines Veganers. Ja, schau mal an, so schnell kann's gehen. Die Dame ist ja doch nicht so verwirrt, wie ich dachte. Dann sind wir hier eigentlich fertig, oder? Dann können wir Schluss machen. Oder? Es kommt ein Aber, oder? Aber solange der Umgang mit dem Tod in Ordnung ist, also er darf weder lapidar, noch leichtfertig, noch sorglos, sondern wenn das der Weg dahin in Ordnung ist, finde ich das erstmal nicht schlimm. Wahnsinn. Wahnsinn. Das gibt doch direkt die Goldmedaille im Metallenturm. Auch die Sprachgymnastik ist sofort eine Ehrung auf dem Siegertreppchen wert. Ich meine, so viel reden und so wenig aussagen, das schaffen in der Regel nur Politiker. Der Umgang damit nicht lapidar und der Weg dahin in Ordnung. Was zum Teufel bedeutet das überhaupt? Ist das unnötige und gewaltsame Töten von leidensfähigen Individuen jetzt damit legitimiert, dass wir einfach ganz bedrückt dabei wirken oder eine nachdenkliche und düstere Miene aufsetzen? Ich glaube, ich muss einfach meine Vorstellung von Moral und Ethik überdenken. Denn offensichtlich ist es nicht das, was ich tue, was darüber entscheidet, ob es richtig oder falsch ist, sondern was und wie ich denke, während ich es tue. Den Hof in der Nähe von Hamburg hat sie vor 1,5 Jahren übernommen und nach ihren Vorstellungen umgebaut. Ja klar, so sind sie halt, die Veganer.
Ich meine, jeder kennt das so. So nach 10 Jahren sagt man sich halt irgendwann, ach Mensch, weißt du, was eine richtig geile Idee wäre? Ich sollte einfach einen Rinderzuchtbetrieb kaufen und dann einmal im Monat eins der Tiere killen. Das würde doch diesen Planeten, der überwuchert ist mit Tötungsfabriken, ganz bestimmt zu einem viel besseren Ort machen. Maximal einmal im Monat lässt Anna ein Tier schlachten und verkauft das Fleisch. Mit dem Ertrag deckt sie die monatlichen Kosten für den Betrieb. Ihre Kunden informiert sie per Mail. Es freut sie, wenn diese lieber bei ihr zugreifen und warten, als woanders zu kaufen. Die Leute essen ja nicht mehr Fleisch, bloß weil sie jetzt bei mir kaufen können, sondern sie kaufen stattdessen ein anderes Stück Fleisch nicht, von dem man nicht weiß, unter was für Bedingungen es entstanden ist. Und das ist per se auf jeden Fall der bessere Ansatz. Jawohl, hereinspaziert, kauft meine toten Tiere. Kauft nicht irgendjemandes tote Tiere, nein, kauft meine. Alle anderen machen es falsch und unethisch. Aber ich mache das richtig und artgerecht. Ja, okay, ja, ich schicke meine Tiere zwar in die gleiche Tötungsanlage wie meine Mitbewerber, aber hey, ich gehe damit nicht lapidar um. Ich gucke ganz ernst, während meinen Rindern die Köpfe abgeschnitten werden. Ich bin auch kein Unmensch. Ich habe eine ganz besondere Bindung zu meinen Schützlingen. Also ich behandle sie nicht wie Nutzvieh im Normalfall behandelt wird. Also ich gehe mit ihnen nicht anders um als mit meinen Hunden, als mit meinen Freunden. Ich mache da keinen Unterschied. Fuck. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Ja, also wir werden jetzt hier nicht anfangen und über sowas Düsteres wie das Töten von Menschen sprechen. Nee, das ist unmoralisch. Lediglich das Töten von wehrlosen Individuen, die dir blind vertrauen, ist ethisch komplett einwandfrei und für ein Sandwich auch absolut gerechtfertigt. Ihr dürft ja bei dieser ganzen Debatte das Allerwichtigste nicht vergessen. Ja? Bei dem Töten von leidensfähigen Individuen geht es nicht darum, wie sie sich dabei fühlen. Nein. Es geht darum, wie wir uns dabei fühlen. Er ist da hochgeklettert mit der Leiter daneben. Einmal muss man den Kopf kurz fixieren, fand sie auch nicht schlimm. Und dann hat er ein Brötchen in der einen Hand, in der anderen Hand das Schussgerät. Und sie war weg, bevor sie überhaupt irgendwas... Und ich bin eben die ganze Zeit dabei geblieben. Ich muss wissen, ob ich das kann. Und es war vollkommen okay. Einmal im Monat muss die Anna das immer wieder aufs Neue überprüfen. Also ob sie das noch kann. Sie ist halt ein bisschen vergesslich, weil bisher war es nie ein Problem gewesen. Aber gut, also du musst über die Anna wissen, die ist halt ein bisschen wie Jesus. Ja? Sie erträgt den traurigen Anblick mit düsterer Miene und lädt die Sünde auf sich, damit all die anderen mit reinstem Gewissen weiterhin die abgetrennten und zerstückelten Körperteile von wehrlosen, leidensfähigen Individuen in sich reindrücken können. Verhindern, dass die Leute Fleisch essen, kann sie nicht. Also besser dafür sorgen, dass sie Fleisch essen, das auf möglichst optimale Weise entstanden ist, so ihr Ansatz. Ah ja, der allererste und wichtigste Glaubenssatz von Menschen, die vegan werden. Ich kann nichts bewirken und niemanden beeinflussen. Jeder Veganer weiß das. Angebot, Nachfrage, gesellschaftlicher und technischer Wandel, das gibt's alles nicht. Auch die weltweit exponentiell wachsende Tierrechtsbewegung ist nur so ein Trend, den die fiese Brokkoli-Lobby ins Leben gerufen hat. Pff, Blödsinn. Das wird genauso schnell uncool werden wie die Tamagotchis damals. Keine Milch und streicht sich weder Butter noch Honig auf das Brot. Der Metzger und die Veganerin. Da treffen Welten aufeinander. Ja Mensch, guck mal, das ist doch mal eine Story. Eine Veganerin, die nicht nur Tiere züchtet, sondern sie auch noch in einen Schlachthof bringt und dort töten lässt. Schau mal, ob du irgendwas findest, was an diesem Bild nicht stimmt. Also klar bin ich immer ja, ein kleines bisschen mit den Nerven zu Fuß. Aber er macht das mit einer solchen Ruhe und ich weiß nicht, wen er mehr beruhigen muss, dann immer mich oder die Kühe. Am Anfang hat er mit Sicherheit auch gedacht, die spinnt eine Veganerin. In Zeiten von Verwirrung empfehle ich immer eine klassische Faustregel. Wenn es sich nach Dünnschiss anhört, dann ist es vermutlich auch Dünnschiss. Aber hey, in diesem Fall, was macht schon, solange die bekloppte Tante immer wieder neue Tiere rankarrt, die wir dann aufschneiden und zerlegen können und sogar noch Geld dafür da lässt. So what? Das hört man ja nicht alle Tage, ne? Eine Veganerin, die Kühe zum Schlachten bringt, aber... Ja, doch, da haben wir ein bisschen gestutzt, das stimmt. Aber das Gefühl habt ihr mir nie gegeben. Ihr wart immer lieb und freundlich und prima dabei. Ja, wieso denn auch? Ich meine, bis auf die absolut bescheuerte Idee, dich von den Medien als Veganerin vermarkten zu lassen, unterscheidest du dich in keinem einzigen Punkt von den restlichen Kunden dieses Tötungsbetriebs. Genau wie die anderen bringst du deine Schützlinge, die dir vertrauen, dahin und bezahlst dafür, dass sie in Stücke gehackt werden, damit du sie häppchenweise verkaufen kannst.
Denn Veganer sind in der Regel deswegen beim Metzger unbeliebt, weil sie das Töten der Tiere dort unterbinden wollen. Und nicht, weil sie wie du die Opfer auch noch freiwillig dahin bringen und für den ganzen Scheiß auch noch bezahlen. Aber gut, ich vermute mal, ich sehe das Ganze jetzt wieder viel zu eng und viel zu extremistisch. Und die Anna wird uns gleich erklären, warum sie nach 10 oder 15 Jahren, die sie vegan lebt. Wer weiß das schon? Es ist ja nicht wichtig, wie lange. Um 5 Jahre kann man sich doch mal verrechnen. Das ist jetzt nicht so wild. Auf jeden Fall bin ich mir ganz, ganz sicher, dass sie jetzt ein wichtiges Puzzleteil nennen wird, was die ganze Story einfach erklärt. Ja, wo es bei mir Klick machen wird und ich sagen werde, alles klar, jetzt macht das Ganze Sinn. Jetzt verstehe ich, wie sie das, die vegane Lebensweise mit dem Töten der Tiere in Einklang bringen kann. Ich kann jetzt nicht meinem Kerl nur noch Brokkoli vorsetzen. Ne? So, der läuft dann irgendwann los und kauft sich irgendwo ein Stück Fleisch, das, wenn es ganz blöd läuft, weil er einfach gerade einen Gibber drauf hat und die Vernunft gerade nicht siegt, läuft er los und kauft ein Stück, das dann meinetwegen aus Texas kommt, mit Gensoja gefüttert, unter beschissenen Bedingungen gehalten und um die halbe Welt geflogen. Und dann ist eigentlich so alles falsch gelaufen, was irgendwie falsch laufen könnte. Anna, du bist die absolut beschissenste Veganerin, die ich hier kennenlernen durfte. Ich meine, in 10 oder 15 Jahren hast du es nicht hinbekommen, irgendwas anderes zubereiten zu lernen als Brokkoli? So langsam fange ich an zu zweifeln. Ich meine, vielleicht könnte es doch sein, dass dieser Beitrag einfach nur billigste PR ist, um die gewaltsame und unnötige Tötung von leidensfähigen Individuen zu legitimieren. Aber nein, ich glaube weiterhin daran. Die Anna ist einfach so eine Vollblut-Veganerin. Ja? Die braucht einfach nichts anderes. Die isst einfach einen Brokkolikopf am Tag und dann ist sie versorgt. Die muss nichts anderes essen wie wir fucking Loser. Ja? Wir müssen den ganzen anderen geilen Scheiß essen, den sie ihrem Macker natürlich auch vorsetzen könnte. Aber pff, das wäre viel zu kompliziert. Da können wir doch stattdessen auch einfach einen Rinderzuchthof kaufen und hin und wieder eins der Tiere abmurksen. Einfach ein paar Mal am Tag streicheln, bevor wir ihnen die Bolzen ins Gehirn jagen. Und dann haben wir doch im Endeffekt auch sowas wie eine vegane Welt. Wir müssen doch nicht gleich übertreiben, ja? Und die endlose, milliardenfache und unnötige Züchtung und Tötung von leidensfähigen Individuen einfach einstellen und abschaffen. Wer kommt auf solche Ideen? Bisher zahlt die Landwirtin noch drauf für ihre Form der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Um den gesamten Produktionsprozess in der Hand zu halten und den Tieren den Transport zu ersparen, soll in Zukunft noch eine Schlachterei auf dem Hof entstehen. So, da habt ihr es, Kinder. Eine Veganerin, die Schlachthöfe baut. Also wenn das nicht vegan ist, dann weiß ich auch nicht. So grundsätzlich war ich ja bisher immer auf dem Stand, dass Veganer Schlachthöfe eher abschaffen wollen, anstatt neue zu errichten. Aber hey, was weiß ich schon. Ich bin nur der unbeliebteste Veganer Deutschlands. Ich bin zum Beispiel auch bei den Metzgern nicht so beliebt wie die Anna. Woran das liegt, weiß ich gar nicht. Ist meine Stimme zu nervig? Vielleicht mögen sie auch meinen Schnauzbart nicht. Aber vielleicht ist es auch einfach meine radikale und extremistische Meinung, dass es beim Veganismus eben nicht darum geht, einfach nur ganz viel mit den Tieren zu kuscheln und sie zu streicheln. Dass es eben nicht nur darum geht, sie einfach nur ganz viel zu umsorgen und sie zu mögen. Du musst jemanden nicht mögen, um ihm ein Grundrecht einzugestehen. Scheiße, ich kann auch ganz tolle Bilder mit Tieren machen und sie ganz viel streicheln und beschmusen. Wenn ich am Ende sie jedoch hintergehe und sie in eine Tötungsfabrik bringe, wo sie umgebracht und in Stücke geschnitten werden, nur damit ich einen monetären oder anderen persönlichen Vorteil davon habe, dann bin ich ein Tierausbeuter, wie jeder andere auch. Dieser Fehlschluss und die Tatsache, dass die meisten Medienhäuser genau solche grenzdebilen Beiträge nach außen in die Bevölkerung tragen, ist einer der Hauptgründe, warum die meisten Menschen die Tierrechtsbewegung nicht ernster nehmen. Weil sie nicht verstanden haben, worum es im Kern geht. Es geht eben nicht nur um den Verzicht von tierischen Produkten. Es geht um die Etablierung von Grundrechten für leidensfähige Individuen. Dafür muss man Tiere nicht ganz doll lieb haben und ständig verhätscheln. Beim Veganismus geht es darum, dass die Gesellschaft endlich versteht, dass Tiere keine wandelnden Ressourcencontainer sind, die wir nach Belieben anzapfen und bedienen können. Tiere sind keine wandelnden Fleischklopse, die zu dumm sind, um zu begreifen, was um sie herum passiert. Vielmehr sind sie einzigartige, intelligente und durch einfühlsame Persönlichkeiten. Das Unrecht liegt nicht allein daran, wie sie leben oder sterben, sondern vielmehr darin, dass Tiere komplexe Individuen sind, die Emotionen wie Leid und Angst verspüren können und dass wir sie genau diese Emotionen verspüren lassen, obwohl es dafür keinerlei Notwendigkeit gibt. Letztendlich geht es darum zu begreifen, dass es einen sehr guten Grund hat, warum wir Tieren Namen geben. Sie sind nicht etwas, sie sind jemand. Da ist jemand drin. Jemand, der an seiner Familie, an seinen Freunden,
und an sein Leben mit all seinen Erfahrungen hängt, genau wie du und ich. Und genau deswegen ist heute der perfekte Tag für dich, endlich damit aufzuhören, die Tiere auszubeuten. Und wenn du das schon nicht mehr machst, dann mach endlich die Schnauze auf. Die Tiere befreien dich nicht von alleine. Wir sehen uns. Ciao.